Hallo, willkommen bei Hegi. Heute geht es um das Thema Gleichgewicht und wir machen rundum dazu Übungen. Viel Spaß dabei! Wir legen gleich los. Die Füße sind hüftbreit auseinander, die Schultern sind hinten und unten und wir gehen mit Einatmen auf die Zehenspitzen. Beim Ausatmen heben wir die Zehen und gehen auf die Fersen. Abwechseln, versuche das Gewicht nach vorne und nach hinten zu verlagern. Einatmen auf die Zehenspitzen kommen, ausatmen auf die Fersen. Dann nehmen wir langsam die Arme dazu. Einatmen, Arme Richtung Decke. Und ausatmen, wieder tief. Einatmen auf die Zehenspitzen, ausatmen, auf die Fersen verlagern. Wir öffnen dabei die Brust und versuchen in Gedanken, die Wirbelsäule zu strecken. Dann verlagern wir abwechselnd das Gewicht auf die linke und auf die rechte Seite, also auf den linken und auf den rechten Fuß. Versuche das Maximum herauszuholen. Kurz bevor du umkippst, verlagerst du die Richtung. Dann abwechselnd streckst du die linke und die rechte Hand Richtung Decke und beugst dazu das gegenüberliegende Knie, um auch die Beine mitzudehnen. Dann stellen wir die Füße etwas weit auseinander und wir beugen sie uns auf eine Seite, um die Seite aufzudehnen. Einatmen, hochkommen, ausatmen, auf der anderen Seite wiederholen. Ruhig weiteratmen. Super. Als nächstes zeichnen wir mit der Nase möglichst große Kreise. Kreise in eine Richtung. Versuche den Nacken und das Gesicht zu entspannen und dann wiederholen wir drei große Kreise in die andere Richtung. Lasse die Schultern locker nach unten fallen und genieße die Bewegung. Dann nehmen wir die Schultern zurück, machen mit den Schultern Kreise. Du kannst auch gerne die Arme mitnehmen, um die Bewegung zu vergrößern. Und dann noch drei Kreise in die andere Richtung. Auch hier wieder möglichst groß. Dann strecke die Arme zu einer Linie und versuche richtig die Schulterblätter zueinander zu drücken. Als Hilfestellung zuerst die Handflächen nach oben drehen und dann erst nach unten drehen. Wieder auslockern, nochmal, Schulter nach hinten und unten, Schulterblätter zusammendrücken, Handflächen nach oben und dann nach unten drehen. Und stell dir vor, links und rechts zieht jemand an. Solltest richtiges Ziehen im Rücken spüren. Dann schließt du die Hände in einen Flechtgriff und gibst die Ellbogen zueinander und versuchst zu rotieren. Die Hüfte bleibt aber gerade. Also nur der Rumpf bewegt sich und dreht sich. Als nächstes, wieder Schultern tief, drückst du beide Handflächen so richtig aufeinander. Versuche hier drei Atemzüge zu machen. Dann wieder lockern. Und noch einmal wiederholen. Wieder aktiv aufeinander drücken, Schultern sollen aber möglichst unten bleiben. Dann wieder kurz auslockern. Dann eine Drehung. Du kannst auch gerne dich dabei umarmen. Die Hüfte sollte wieder vorne bleiben. Die dreht sich nicht mit. Nur der Oberkörper soll sich drehen. Versuche auch hier wieder das Maximum rauszuholen. Wie weit kannst du dich drehen? Dann wieder kurz auslockern und wir gehen jetzt auf ein Bein
und zieh das andere Knie richtig zu deinem Oberkörper. Versuche das Gleichgewicht zu halten. Wenn du mit den Augen einen Punkt fokussierst, hilft das auch. Oder du gehst mit dem Standbein etwas tiefer, also etwas mehr in die Knie. Dann Seitenwechsel. Es ist ganz normal, dass du eine bessere Seite hast wie die andere, dass du vor allem, also ich zum Beispiel bin Rechtshänder, ich tue mir natürlich dann mit dem rechten Bein leichter. Wir wollen ja beide Seiten gleichermaßen trainieren. Dann wiederholst du das andere Bein und klammerst mit den Fingern den Zeh oder Fußgelenk, je nachdem, was du nehmen kannst, und versuchst es eine Weile zuerst nach vorne zu halten. Achtung, gehe nicht ins Hohlkreuz, sondern versuche einen geraden Rücken zu bewahren. Und dann langsam wieder zur Seite öffnen und wieder lösen. Super. Dann gehen wir wieder auf eine Seite, zuerst wieder Knie Richtung Oberkörper. Du kannst den Fuß wie im Yoga bei der Baumpose halten oder mit Fuß geflext. Gibst du den Fuß auf den Oberschenkel und versuchst dich etwas reinzusetzen. Auch hier wieder achte darauf, dass der Rücken gerade ist. Steißbein und Scheitel sind eine Linie. Super, dann wieder Wechsel auf die andere Seite. Zuerst wieder kurz Knie Richtung Oberkörper ziehen. Dann Hüfte öffnen, entweder in Disposition bleiben oder wie ich weiter mit geflexten Fuß. Wieder am Oberschenkel ablegen und wir setzen uns mit jedem Ausatmen etwas tiefer in die Position rein. Also auf einen imaginären Sessel. Super, dann wieder lösen und versuche während den Übungen immer gleichmäßig und ruhig zu atmen. Dann ziehen wir wieder einen Fuß Richtung Oberkörper und kreisen mit dem Fußgelenk. Wir bewahren diese Position und jetzt strecken und beugen wir mit geflexten Fuß. Kicken und beugen. Fünfmal die Hände in den Hüften oder geöffnet. Wir wechseln auf die andere Seite. Zuerst wieder Gleichgewicht finden, richtig Zehen in den Boden spreizen. Dann wieder drei Kreise in eine Richtung, drei Kreise in die andere Richtung mit dem Fuß. Dann wieder beugen und strecken, geflexter Fuß. Kicken und beugen. Versuche wieder fünfmal das zu machen. Dann wieder kurz auslockern. Ich drehe mich zur Seite, dass ihr besser seht. Und zwar sitzen wir uns hier in eine Art Stuhl hinein. Mit geradem Rücken und jetzt auf einem Bein. Versuche das andere Bein abwechselnd auf und ab zu bewegen. In etwa 90 Grad Winkel. Wir setzen uns nochmal tiefer rein und wiederholen das gleiche auf der anderen Seite. Und versuche richtig einen geraden Rücken zu haben und nicht ins Hohlkreuz zu gehen. Da hilft auch oft das Becken nach vorn und nach und zurück zu schieben. Dann noch fünfmal mit dem anderen Bein. Ruhig dabei atmen. Schultern sind tief. Gesicht und Nacken sind entspannt. Dann nochmal etwas reinsitzen. Und wieder Beine strecken. Super. Dann verlagern wir wieder das Gewicht auf ein Bein. Und wir schwingen mit dem rechten Bein nach vorn und zurück. Die Arme dabei gegengleich. Ganz locker. Aber trotzdem möglichst eher mit weniger Schwung, sondern mehr mit Kraft hier arbeiten.
Dann fünfmal mit dem anderen Bein. Einatmen nach vor, ausatmen zurückstrecken. Achte hier wirklich auf den Rücken, möglichst gerade und kein Hohlkreuz zu machen. Super, als nächstes wieder im Hüftbreitenstand. Die Schultern sind tief. Machen wir diese Bewegung aber seitwärts. Einatmen über Kreuz, ausatmen zur Seite anheben. Auch hier wieder fünfmal. Und fünfmal mit dem anderen Bein. Versuche das Gleichgewicht zu halten. Ausatmen hoch. Einatmen über Kreuz. Super. Als nächstes wieder Gleichgewicht finden. Wir sind auf dem linken Fuß. Und jetzt heben und senken wir das rechte Bein. Wieder achten darauf, dass du nicht in ein Hohlkreuz gehst. Und wir wechseln das Bein fünfmal auf der anderen Seite. Und vielleicht schaffst du es, den Zeh nicht abzusetzen. Einatmen tief, ausatmen hoch. Super. Als nächstes setzen wir uns wieder rein in unseren sogenannten Stuhl. Und jetzt wieder heben und senken wir das rechte Bein. Aber die Arme sind jetzt über den Kopf gestreckt. Und wechseln auf die andere Seite. Und das Standbein ist gut gebeugt. Solltest du es im Oberschenkel spüren. Super, jetzt setzen wir uns so richtig tief rein und schwingen wir kraftvoll mit den Armen hoch und tief. Einatmen hoch, ausatmen nach unten. Mit jedem Ausatmen versuche dich noch etwas tiefer mit dem Becken zu setzen, reinzusetzen. Und jetzt wippen wir in dieser Position. Super. Wieder kurz auslockern. Als nächstes machen wir eine statische Position zwischendurch, und zwar den Adler aus dem Yoga. Ich gebe dir ein paar Varianten vor. Also versuche, das Standbein möglichst gut zu beugen. Also je tiefer du gehst, desto leichter wird es für dich sein, für das Gleichgewicht. Da fordert aber auch andererseits mehr Muskelkraft. Und entweder gibst du die Arme vor der Brust zusammen oder machst die Adlerpose. Also bei mir ist jetzt das rechte Bein oberhalb vom linken und der rechte Arm unterhalb vom linken Arm. Super, ein paar Atemzüge halten und dann wechseln wir auf die andere Seite. Schwinge linkes Bein übers rechte Bein. Entweder hier wieder Gebetspose oder rechter Arm unterhalb vom linken Arm. Wenn du mehr möchtest, versuche die Ellbogen auf der Höhe von den Schultern zu halten. Schultern sollten aber unten sein. Rücken möglichst gerade und du kannst auch die Handflächen aufeinander drücken, um noch mehr aus dieser Pose herauszuholen. Und nach ein paar Atemzügen löst du diese Figur wieder auf. Jetzt stellen wir einen Fuß auf den anderen und pressen die Handflächen aufeinander. Versuche die Schultern nicht allzu sehr hochzuziehen dabei. Gesicht und Nacken sind entspannt. Und jetzt versuche dich nach rechts zu drehen, wenn der rechte Fuß auf dem linken steht. Mir hilft es dabei, wirklich einen Punkt zu fokussieren, dann einen mit der Wand am nächsten Punkt suchen und fixieren und so weiter, bis du die Drehung zusammen hast und dann wieder langsam zurückkehren. Wir wechseln auf die andere Seite. Linker Fuß auf den rechten Fuß stellen und zuerst wieder Handflächen aufeinander pressen. Ruhig und tief dabei atmen. Versuche auch, dich imaginär Richtung Decke zu strecken. Strecke die Wirbelsäule und dann wieder langsam auf die linke Seite drehen. Punkt für Punkt, Schritt für Schritt.
Wir bleiben aber aufrecht und dann drehen wir uns langsam wieder zurück. Super. Dann steigen wir mit dem rechten Bein übers linke und ziehen den rechten Arm auf die linke Seite. Wir wechseln linkes Bein übers rechte und ziehen den linken Arm zur rechten Seite. Eine kurze Dehnung zwischendurch. So, dann beide Arme Richtung Decke strecken, Schultern tief. Und wir bringen nun den linken Arm und das rechte Knie zusammen. Also Ellbogen berührt sanft das Kniegelenk. Einatmen strecken, ausatmen beugen. Und dann wechsel auf die andere Seite. Zuerst wieder Arme nach oben strecken, dann Schultern tief, Gleichgewicht finden. Und dann wieder einatmen strecken, ausatmen, rechter Ellbogen zum linken Knie. Auch hier wieder versuche, das Bein die ganze Zeit in der Luft zu halten. Wenn das noch nicht klappt, kein Problem, einfach den großen Zeh sonst auf der Matte ablegen. Mit der Übung wird es dann von alleine besser. Super, wieder hüftbreiter Stand. Und wir ziehen jetzt die Ellbogen aufs Maximum zurück. Wir greifen nach vor und ziehen zurück. Einatmen nach vorgreifen, ausatmen, Ellbogen richtig schön nach hinten bringen. Diese Übung machen wir jetzt weiter, also diese Armbewegung, aber jetzt auf einem Bein. Einatmen, ausatmen. Schön die Schulterblätter zueinander bringen. Wir öffnen die Brust. Jetzt wechsel auf die andere Seite. Suche dein inneres Gleichgewicht. Finde innere Ruhe, während dein Körper sich bewegt. Super. Dann wieder auf ein Standbein, das andere Bein am Oberschenkel oder auf der Wade ablegen. Und wir machen jetzt ein paar Kreise mit gestreckten Armen. Also stell dir vor, die Schultern zu kreisen. Jetzt Richtungswechsel, wieder 5 Kreise in die andere Richtung. Und dann lösen wir, Wechsel auf die andere Seite. Entweder am Oberschenkel ablegen oder tiefer unterhalb vom Knie. Also wichtig ist, nicht direkt am Knie ablegen. Und wieder Kreise mit gestreckten Armen. Also eher wieder die Schultern bewegen und auf die Schultern denken. Wir wechseln wieder auf ein Standbein und das andere Bein heben wir hoch und 5 so Viertelkreise nach außen. Also stell dir vor, das Knie macht die Viertelkreise und dann in die andere Richtung. Entweder du setzt ihm dazwischen den Fuß ab oder versuchst dann das Bein komplett in der Luft zu halten. Super, dann die andere Seite. Wir öffnen hier die Hüfte. Einatmen hoch, ausatmen, einen Viertelkreis machen. Der Rücken ist gerade, wir bleiben gestreckt. Dann Richtungswechsel von außen nach innen. Beziehungsweise von links nach vor. Super. Dann finden wir das Gleichgewicht auf einem Bein. Schultern sind tief. Und mit geflextem Fuß ausatmen, zur Seite anheben, einatmen, wieder zurückbringen. Auch hier wieder versuche, das Bein nicht abzusetzen. Und jetzt machen wir oben ganz kleine Bewegungen. Und wiederholen die Übung auf der anderen Seite. Einatmen tief, ausatmen, Bein anheben. Trainiert auch super die äußeren Oberschenkel. Die Schultern sind wieder tief.
Und jetzt wieder ganz klein den Fuß anheben, während wir die Schulterblätter zusammenziehen. Als nächstes machen wir eine kurze Übung nur mit den Armen. Und zwar ziehen wir zuerst wieder die Schulterblätter zueinander. Das mit gebeugten Armen, dann mit gestreckten Armen. Die Handfläche jetzt fünfmal nach hinten drücken, dann fünfmal nach unten, fünfmal nach vor, fünfmal nach oben und dann wieder locker lassen. Super, du solltest es hoffentlich jetzt in den Schultern spüren. Dann gibst du deine Fingerspitzen auf die Schultern und wieder Gleichgewicht, Balance finden auf einem Bein. Und jetzt machen wir möglichst große Kreise mit den Schultern. 5 Kreise zurück. Aufrechter Stand. Seite wechseln, wechseln auf das andere Bein. Und jetzt 5 Kreise nach vor. Große Kreise mit den Schultern. Kurz auslockern, wir machen noch ein paar Minuten. Das wieder nach oben strecken, Wirbelsäule ist ganz gerade. Und jetzt halten wir für 5 Atemzüge diesen Stand auf den Zehenspitzen. Wieder einen Punkt fokussieren, ruhig atmen und dann wieder Ferse tief. Kurz auslockern und dann setzen wir uns zum letzten Mal tief in unseren Sitz rein und abwechselnd linken Arm nach unten bewegen und wieder nach oben, rechten Arm tief und hoch. Ausatmen, linker Arm tief, einatmen hoch, rechts tief und hoch. Mit dem Ausatmen versuche dich etwas tiefer reinzusetzen auf unseren imaginären Stuhl. Rücken ist gerade und dann gehen wir noch für ein paar Atemzüge auf die Zehenspitzen und versuche mit dem Gesäß auf und ab zu wippen. Ganz kleine Bewegungen, das reicht, bis dass deine Oberschenkel hoffentlich brennen und dann wieder kurz auslockern. Super. So, letzte Gleichgewichtsübung. Wieder geflext, wir dehnen noch etwas. Öffnet die Hüften und streckt auch die Beine. Kopf ist immer in Verlängerung der Wirbelsäule. Blick geht daher schräg nach unten, während wir auf die andere Seite wechseln. Nochmal tief reinsetzen. Und dann lösen. Super. Wir pendeln uns nochmal ein. Beide Füße bleiben auf dem Boden, während wir nach links und rechts pendeln. Dann nach vor und zurück. Versuche auch den Atem mitzunehmen. Einatmen nach vor, ausatmen zurück. Finde deine Mitte, schließe deine Augen. Du kannst nochmal kontrollieren, schwenke nochmal ganz leicht nach links und rechts, bis du wirklich deine Mitte findest. Das Gewicht ist ganz gleichmäßig auf den Füßen verteilt. Deine Arme sind locker neben dem Körper, Handflächen schauen nach vor, Schultern sind tief und atme nochmal tief ein. Und aus. Schließe nochmal deine Augen und spüre in deinen Körper rein. Super. Danke fürs Mitmachen. Namaste.